Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Barcelona. Ja, wir sind immer noch in der Vorbereitung auf die kommende Saison und heute steht das Topspiel gegen Manchester City an. Wir sind ja bei diesem Einladungsturnier dabei. Hier sehen wir es nochmal ganz kurz und ja, Finale steht an, Barcelona gegen Manchester City. Das ist natürlich nochmal ein schönes Spiel zum Abschluss der Vorbereitung, weil nach diesem Spiel geht es dann wirklich los mit der Saison. Und ja, gegen Man City, gegen Pep Guardiola, gegen den Ex-Barca-Trainer. Ja, da wird es auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Ding heute werden. So, wir spielen um 21 Uhr und auf Legende natürlich. Und jetzt würde ich sagen, jetzt geht's los. Ich freue mich darauf, gegen Pep Guardiolas Man City zu spielen. Und jetzt ist es also eigentlich so, Barcelona gegen Man City. Das werden wir in der Champions League-Saison mindestens auch zweimal erleben. Und heute gibt es schon mal den ersten Schlagabtausch. So, los geht's. Und damit herzlich willkommen zum Finale des Einladungsturniers. Ja, heute ist es also soweit. Die Vorbereitung neigt sich langsam, aber sicher dem Ende. Und es gibt nochmal ein richtiges Topspiel. Der FC Barcelona gegen Manchester City. Das sind zwei absolute Top-Teams. Und beide haben sich ins Finale gespielt. Barcelona hat dann leichteren Weg gehabt. Manchester City hat die Bayern rausgeschmissen. Und ja, heute heißt es also nochmal zeigen, was hat man in den letzten Wochen gelernt in der Vorbereitung? Was konnten beide Teams mitnehmen? Und das wird auf jeden Fall heute interessant werden. So, Claudio Bravo im Blickpunkt bei Man City. Der war ja letzte Saison noch beim FC Barcelona unter Vertrag. Ist aber jetzt zu Manchester City gewechselt. Ja, wir sind schon Vincent Kompany mit der Kapitänsbinde heute bei den Citizens. Und hier, das ist der Pokal, um den es heute geht. Im Prinzip ist es kein großes Turnier, aber beide Teams wollen das hier unbedingt gewinnen. Und wir sehen eigentlich schon beide mit der absoluten Starbesetzung. Wir sehen Sergio Aguero bei Man City, Raheem Sterling, David Silva, Gündogan, Kevin De Bruyne und so weiter. Und hier sind wir Pep Guardiola. Und hier den Trainer vom FC Barcelona. Puh, das wird heute ein Hammerding werden. So, beide Teams machen jetzt nochmal Motivation. Und Messi ist natürlich dabei. Luis Suarez, Neymar, Ivan Rakitic, Andres Iniesta, Sergio Busquets im Tor, Marc-André Ter Stegen. Und hier die anderen, die Gegner, die Citizens. Und jetzt würde ich sagen, jetzt geht los. Messi, das ist jetzt der beste Torjäger bei diesem Turnier. 5 Tore in 4 Spielen. Mal schauen, ob er die auch trifft. So, jetzt geht's los. Topspiel im Finale. Barcelona gegen Manchester City. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wer hat wie viel bei diesem Turnier gelernt. Ich glaube, heute, da wollen sie beide gewinnen. Also das wird sich keiner hier gönnen, hier zu verlieren. Und Kevin De Bruyne ist schon mal auf dem Weg nach vorne. Da ist Iniesta bei ihm. Jetzt kommt Jordi Alba mit dazu. Jetzt spielt De Bruyne erstmal zurück. Da ist Fernando. Spielt in die Mitte rein. Abschluss fliegt nicht mal in Richtung Tor. Der geht deutlich vorbei. Erster kleiner Torabschluss. Aber deutlich vorbei. Und hier sind wir Neymar. Ja, er war in der Vorbereitung nicht schlecht. Aber klar, Vorbereitung heißt natürlich, jeder hat noch Potenzial nach oben. Und mal schauen, was der brasilianische Superstar hier und heute auf den Rasen zaubert. So, da ist Iniesta am Ball. Spielen die Mitte zu Sergio Busquets. Ivan Rakitic ist jetzt am Ball. Rakitic, weiter geht's hier zu Busquets. Man City steht erstmal gut, jetzt kommt der Ball zu Suarez, Suarez sieht Iniesta und jetzt mit der ersten Chance, hier mit der frühen Führung. Das sieht Manchester City richtig alt aus hinten drin. Und es ist Andres Iniesta. Schön gespielt, Suarez sieht Iniesta durchstarten und er lässt Claudio Bravo keine Chance. Haut den Ball rein und Barcelona führt früh im Spiel mit 1:0 gegen die Citizens. Ja, hier wollte der FC Barcelona mehr als Manchester City und das ist sein 4. Tor in diesem Einladungsturnier. Also auch Andres Iniesta in Torlaune. Und jetzt frühe Führung für Barcelona, 1:0. Jetzt sind wir mal gespannt, was bringt hier Manchester City noch auf den Rasen. Wir liegen jetzt erstmal zurück. Oh mein Gott, das ist ein Einladungsturnier. Es kommt ja immer darauf an, wie wichtig nimmt Manchester City dieses Spiel.
Auf jeden Fall Kevin De Bruyne jetzt im Center. De Bruyne. Oh, schön geblockt hier von Bur, von Scherapiqué, aber jetzt wurde er Reingabe gut abgefangen. Jetzt fällt die schöne Konterchance wieder für Barcelona. So, da ist Luis Suarez. Verliert hier fast den Ball. Iniesta setzt nach. Und wieder Barcelona auf dem Weg nach vorne, aber dann kommt der Fehlpass. Rakitic kommt nicht ran. Und jetzt erstmal David Silva. Gegen Messi. Da ist Fernando am Ball. Der Pass geht auf die andere Seite. Neymar versucht das sofort zu stören. Weiter geht's zu Raheem Sterling. Da ist Fernando wieder. Und da kommt die Grätsche von Mascherano in das Foulspiel. Und den Freistoß gibt's. So, jetzt will er schnell ausführen. Ja, er führt schnell aus. Da ist Sergio Aguero. Sieht außen David Silva. David Silva mit der Chance zur Flanke. Zögert hier vielleicht ein bisschen zu lange. David Silva, oh, Vorsicht, keine Fehler vorsagen. Klasse gemacht von Sergio Roberto. Ja, von dem erwarte ich mir in dieser Saison auf jeden Fall einen guten Formaufstieg. So, und jetzt Neymar auf dem Weg nach vorne. Neymar gegen Stones. Neymar, und da kommt die Grätsche. Nimmt Neymar den Ball ab, aber es gibt zumindest Einwurf für den FC Barcelona. So, da ist Sergio Busquets. Da geht's zu Iniesta. Ah, der Pass kommt nicht durch. Und jetzt kann Manchester City hier schnell umschalten. Raheem Sterling. Läuft der Scherapiqué erstmal davon ab. Piqué holt sich den Ball dann trotzdem, stark gemacht vom Innenverteidiger im FC Barcelona. Jetzt geht es auf die andere Seite, aber der Ball kommt nicht bei Messi an. David Silva dazwischen. Also seit dem 1:0 macht hier Manchester City ordentlich Druck. Aber bis jetzt ist noch kein Tor gefallen. So, Yaya Touré am Ball. Weiter geht es zu Gündogan. Und schön gestört hier von Barcelona, und wieder geht's ab in die andere Richtung. So, da ist Neymar. Neymar, weiter geht's zu Ivan Rakitic. Rakitic sieht Suarez. Suarez, wo sind die Mitspieler? Da ist einer. Und da kommt Neymar. Nächste Chance. Neymar! Und das ist nicht das 2:0. Eine Riesenchance für Neymar. 25. Minute. Uff. Das hätte eigentlich das 2:0 sein müssen. Wieder mit ein paar Pässen die komplette Abwehr vom von Manchester City auf den Kopf gestellt. Und so schnell kann es gehen. Fast das 2:0. Mal schauen, wie es weitergeht. So, da ist Fernando am Ball. Mit dem Pass nach vorne, Raheem Sterling. Und wieder verliert den Ball. Da zögert er ein bisschen zu lange. So, jetzt Sergio Busquets. Außen startet schon wieder Neymar. Langer Ball zu ihm, aber der war nicht gut. Da kommt der Brasilianer diesmal nicht dran. Weiter geht's über Otamendi. Er sieht Yaya Touré, Kevin De Bruyne, Gündogan. Aber wieder stark gestört vom FC Barcelona. Die wollen jetzt das 2:0 noch erzielen vor der Halbzeitpause. So, Sergio Roberto, weiter geht's zu Messi. Messi, da sieht er Iniesta, Iniesta mit dem Lupfer zu Neymar. Und ach, der kommt nicht vom Fleck weg. Ich glaube, da hat Neymar nicht mit diesem Lupfer gerechnet. Aber das war eine schöne Idee von Iniesta. Und hier nochmal die Riesenchance zum 2:0 durch Neymar, aber knapp vorbei. So, Ecke Barcelona. Messi. Oh, keine gute Ecke, aber da kommt Jordi Alba von hinten. Jordi Alba mit aller Zeit der Welt, und dann schmeiße ich 3, 4, 5 Spieler rein in den Schuss von Jordi Alba. Und jetzt geht das noch weiter über Fernando. Da ist David Silva. Sofort sind zwei Barcelona-Spieler bei ihm. Wollen die den Ball abnehmen? Und Mascherano schafft es an. Der macht bis jetzt auch ein gutes Spiel. Jetzt Neymar mal auf der anderen Seite zu finden. Drüben ist Messi. Oh, da täuscht er seinen Sprint an und zieht dann doch zurück. Aber De Bruyne lässt sie unter Druck setzen. Einwurf gibt es für den FC Barcelona, die mittlerweile das Spiel hier fast schon sehr stark im Griff haben. Da ist Rakitic. Sergio Roberto. Sucht Iniesta, aber der Pass, oh, der war nix. Der war nix. Und jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Manchester City kommt. Raheem Sterling. Yaya Touré ist mit dabei. Kevin De Bruyne. Barcelona muss jetzt schnell nach hinten. Da ist wieder Raheem Sterling. Und jetzt, oh, was für ein leichtfertiger Fehlpass hier. Den sie mir draus machen können. Aber jetzt Achtung, jetzt kommt Barcelona mit Tempo nach vorne. Aber so wirklich will der Neymar nicht mitlaufen. Wie wollte es. So, Neymar mit dem Pass zu Suarez. Luis Suarez. Suarez! Und drüber. Da war Vincent Kompany nicht mehr dran. Aber ich denke mal,
Ne, der war da nicht mehr dran. Suarez haut den Ball übers Tor drüber, bleibt hier beim 1:0. Barcelona jetzt besser im Spiel drin, versucht das 2:0 zu erzielen. Otamendi am Ball. Weiter geht's zu David Silva. Oh, ne, Messi hier fast mit dem Ball gewinnen. Und Suarez holt sie die Kugel. So. Da ist Ivan Rakitic. Ball kommt mit Glück ein bisschen zum Iniesta. Iniesta zu Rakitic. Rakitic zu Neymar. Und da ist sein Tor. 44. Minute. Neymar mit dem Tor für den FC Barcelona. 2:0. Gut gesehen. Neymar wieder Platz auf dem Flügel. Auf der Außenposition. Und dann mit links ins Tor. Diesmal trifft er und verfehlt das Tor nicht. Wichtiges Ding hier. Barcelona führt also nun 2:0. Und jetzt wird das schon schwer zu drehen für Manchester City, wenn die hier noch das Ding gewinnen wollen. Also Barcelona macht die Tore. Und jetzt geht's weiter. Ja, Iniesta und Neymar, beide Torschützen heute. Schön, dass Neymar auch endlich getroffen hat. Freut mich persönlich sehr für ihn, weil ich mag Neymar wirklich sehr. Und da Gerard Piqué stark, wie es ihn da diesen Ball holt. Weiter geht's über Ivan Rakitic. So, da ist Messi. Sagen wir, spielt eigentlich Manchester City heute bloß mit einer Dreier-Abwehrkette? Es sieht auf den ersten Blick sehr danach aus. So, nächste Chance. Iniesta mit dem abgefälschten Schuss. Und es gibt zumindest noch Eckball. Da hat die Abwehr von Manchester City diesmal gut aufgepasst. Und fälscht den Ball hier ab. Vincent Kompany war es scheinbar. Ecke, nochmal Barcelona, da ist nochmal Rakitic. Sucht natürlich die Großen, aber findet hier keinen. Aber Sergio Busquets bekommt diesen Ball noch. So, und kann nachsetzen. Da ist Jordi Alba. Abgelegt zu Iniesta. Gerard Piqué ist noch mit vorne, da ist Neymar. Der zieht schon wieder in den 16 rein. Neymar an der Grenze 16 und Claudio Bravo springt raus, fängt den Ball ab. Knappe Sache, es bleibt weiterhin. Beim 2:0 und der Schiri sagt, jetzt machen wir eine kurze Pause und es ist auch. Also Halbzeitpause hier zwischen dem FC Barcelona und Manchester City steht es 2:0 für die Katalanen. Und jetzt gehen wir eine kurze Halbzeitpause rein. Mal schauen, ob Manchester City in der zweiten Halbzeit nochmal zurückkommen kann oder ob der FC Barcelona hier dieses Finale von dem Vorbereitungsturnier gewinnen kann. Ja, auf jeden Fall lief es jetzt gut und um diesen Pokal geht's und da hat der FC Barcelona momentan die Nase vorne, führt mit 2:0 und ja. So, wir müssen aber wechseln. Ich sehe schon, Iniesta ist K.O. Dafür bringen wir Gomez und wir bringen für Rakitic Rafinha und wen haben wir denn noch alles dabei? Vidal für Sergio Roberto, der bekommt auch eine Pause. Klar, es ist immer nur ein Einladungsturnier, also ein Vorbereitungsspiel. Und deswegen werden wir natürlich noch ein bisschen was testen. Ja, also Rafinha, André Gomez und Alex Vidal jetzt auf dem Platz. Und jetzt geht's weiter. Manchester City hat nicht gewechselt. Und jetzt sind wir mal gespannt, was hier in Halbzeit Nummer 2 noch geht. Hier holt sich auf jeden Fall Messi erstmal die Kugel. Und will hier sofort mit Tempo durchstarten. Und da startet Suarez. Das könnte schon das dritte sein, aber er kommt nicht ran. Claudio Bravo in letzter Sekunde dazwischen. Puh, das war eine knappe Angelegenheit. So, weiter geht's. Gut gestoppt hier von Rafinha. Weiter geht's zu Neymar. Der gegen Kevin De Bruyne hier sich probiert. Schöner Pass zu André Gomez. Ah, aber der wird von Fernando ein bisschen abgelaufen. Da ist Rafinha auch frisch. Und dann gibt's Freistoß. Jawohl, Freistoß Barcelona. Wir probieren es einfach mal mit Messi. Also, Lionel Messi in die Mauer. Bekommt nochmal den Ball. Messi aufs zweite Mal. Wieder in die Mauer. Und Jordi Alba läuft vorbei. Konterchance ist dafür Manchester City, wenn sie es gut spielen. Da ist Sterling. Und was macht denn der da? Raheem Sterling mit katastrophaler Ballannahme. Das wäre die Riesenchance zum Anschlusstreffer gewesen. Und so kommt der FC Barcelona mit der Chance. Aber da kommt Gomez nicht ran. André Gomez. Aber Barcelona holt sie den Ball zurück. Manchester City wirkt heute sehr, sehr zahm. So, nächster Sergio Busquets. Da geht es zu Jordi Alba. Der sieht Messi. Messi dreht hier schön. Messi mit dem Pass zu Suarez. Oder war Suarez oder Gomez? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall nächste gute Chance hier. Barcelona will jetzt das dritte hier machen. Da geht es als Rafinha.
Da kommt Alex Vidal. Probiert es aus der Distanz. Wird aber abgeblockt, der Schuss. Und jetzt geht es weiter über Fernandinho. Da ist Kevin De Bruyne. Also wirklich bringt Manchester City in der zweiten Halbzeit nichts auf die Reihe. Und jetzt geht's weiter. Da außen ist David Silva, der wartet natürlich auf den Ball, aber stark gemacht von Mascherano. Der ist in diesem Ball sicher und jetzt kommt Jordi Alba. Also, halbe Stunde ist noch zu spielen. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als könnte hier Manchester City das Spiel nochmal spannend gestalten. Im Gegenteil, Barcelona macht Druck. Nächster, Suarez. Luis Suarez kommt nicht vorbei. Es ist momentan wirklich nur eine Frage der Zeit, wann der FC Barcelona das dritte macht. Die Katalanen sind mehr als überlegen. Manchester City läuft in vielen, vielen Situationen nur den Ball hinterher. Ja, es ist ein Einladungsturnier, aber ich hätte mir ein bisschen mehr von Manchester City erwartet, ganz ehrlich. Die wollen heute nicht wirklich. Mal schauen, wie es dann in der Champions League wird, weil da ist er mehr in der gleichen Gruppe wie Manchester City. Genauso wie mit Gladbach und mit Celtic Glasgow. Und jetzt gibt's mal die Torchance und Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen darf sich zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit auszeichnen. Und ja, den muss er schon abwehren. Richtung aus. Erster Eckball. Letzte Monate. So, David Simon Aguirre gehen runter. Sergio Aguero. Ambrose und Nolito kommen. Und wir werden jetzt auch nochmal wechseln. Komm, wir haben nur so viele auf der Bank sitzen. Suarez geht runter. Paco Alcacer kommt. Außerdem kommt Dennis Suarez für Neymar. Arda Turan bringen wir auch noch für Busquets. Und Umtiti für Gerard Piqué. Also, das sind dann die letzten Wechsel auf unserer Seite. Dann haben wir alle sieben durch. Dann sollte es eigentlich ganz gut laufen. Der Torschütze ist runter. Neymar geht. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob hier Barcelona noch das dritte schießt oder ob es hierbei bleibt. Also, jetzt auf jeden Fall Paco Alcacer auf dem Platz. Und ja, die anderen Chaoten. So, jetzt geht's weiter. Eckball, Man City. Kommt gut rein. Schön abgefaustet von Marc-André Ter Stegen. Jetzt ist Dennis Suarez. Jetzt ist die Cornerchance da für Barcelona. Jetzt müssen sie es einfach nur noch gut spielen. Und sie machen es gut. Arda Turan, der kann es jetzt raus zu Messi. Ja, er spielt zu Messi. Lionel Messi, der kann es machen. Macht es nicht. Und jetzt macht er es doch. 3-0. So, das ist der Schlusspunkt. Lionel Messi. 70. Minute. Das ist der Schlusspunkt in diesem Spiel also. 3-0. Das Ding ist entschieden. Und Barcelona gewinnt also den ersten Pokal in dieser Saison. Lionel Messi, der Torschütze. 70. Minute, das ist sein 6. Tor bei diesem Turnier. Wahnsinn. In jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen. 5 Spiele, 6 Tore. Das ist eine starke Leistung. Und eins ist auch klar, Pep Guardiola muss mit seinen Citizens ein bisschen Nacharbeit leisten. Denn das, was heute der FC Barcelona da gemacht hat, das sah für City nicht gut aus. Nächster Torabschuss, aber harmlos. Richtig harmlos für Ter Stegen. Und ab geht's da vorne. Da ist Rafinha. Oh, der verliert hier fast den Ball. Behauptet ihn aber doch dann irgendwie so als Dennis Suarez. Oh, und da will er vorbeigehen am Gegenspieler. Schafft es nicht. 15 Minuten sind's noch. Ich freue mich schon auf die Pokalübergabe. Außer Man City schafft hier noch ein Wunder. Aber daran glauben wir jetzt mal nicht, dass die sich jetzt hier um 180 Grad drehen. So, da ist Fernandinho. Langer Ball nach vorne. Kevin De Bruyne. Sofort hart attackiert hier. Und die nächste Chance. So, Messi startet und Messi bekommt nicht den Ball, weil De Bruyne raus muss. Oh, das ist natürlich ganz, ganz unschön. Da tritt Gomez ein bisschen zu hart nach. Das ist natürlich bitter jetzt für Manchester City. Kevin De Bruyne muss runter. Hoffentlich wird er fit für den Saisonstart. Hoffentlich war das nichts Schlimmeres. Zabaleta kommt für ihn ins Spiel. Und weiter geht's mit der Fernaktion und da ist André Gomez. Sofort Barcelona wieder mit Tempo nach vorne. Da ist er schon wieder, der kleine Lionel Messi gegen Nolito.
Nolito zieht an Messi. Messi lässt sie nicht fallen. Messi macht das sehr stark. Lionel Messi. Wow, und Claudio Bravo zur Stelle. 81. Minute. Messi mit der nächsten guten Chance. Er glänzt jetzt in diesen letzten Minuten nochmal richtig auf. Eckball gibt's Barcelona. So, der kommt von Messi. Und müsste nochmal Eckball geben. Und so ist es auch. So, nochmal Eckball. Wieder Messi. Hoch hinein in den 16er. Und nochmal Eckball. Jawohl, nochmal Eckball. Barcelona übt jetzt anscheinend ein paar Ecken. So, wieder Messi. Diesmal kommt er zu nah und oh, das war gefährlich. Umtiti. Umtiti mit der Chance. Da patzt Claudio Bravo, der kommt da raus. Umtiti kommt zum Kopfball und köpft den Ball zwar deutlich übers Tor drüber, aber das hätte gefährlich werden können. Was macht Claudio Bravo da? Und wir schlüpfen zu schwach. Okay, das war ein bisschen blöd, aber ganz ehrlich, wir führen 3:0. Von dem her sei uns dieser Fehler verziehen, aber City will anscheinend, dass wir jetzt nur ein Tor schießen. So, Paco Alcacer aus der Distanz. Claudio Bravo zur Stelle. Scheinbar verlässt Manchester City gerade so ein bisschen die Motivation. Der war gut gehalten. Aber es gibt wieder Eckball für die Katalanen. So, Umtiti ist zur Stelle. Aber Nolito fängt den Ball per Brust ab. Und jetzt versucht hier Manchester City zumindest noch den einen Ehrentreffer. Schon was man nur verliert den Ball. So, Rafinha, Flanke wird abgefangen. Und wieder Eckball für Barcelona. Also mittlerweile ist das eine Demonstration von den Katalanen. Ecke kommt gut rein und fast die Chance. In der Mitte wäre da fast ein hingekommen. Aber die kommen schon wie sofort wieder. Arda Turan. Turan macht das stark. Arda Turan. Drüber. Drüber, drüber, drüber. Claudio Bravo. 3 Gegentore kassiert gegen seinen Ex-Club. Und jetzt läuft endlich die Nachspielzeit. 4 Minuten. Und Man City hätte wahrscheinlich das jetzt schon abgepfiffen, aber nee, die 4 Minuten gibt es oben drauf. Und die Engländer kommen nochmal über Nolito mit dem Ball nach vorne. Aber ja, das ist symbolisch für das Spiel heute von Manchester City. So ein Ball, der kommt da eben auch nicht an. So, Dennis Suarez. Zweikampf löst er sehr, sehr stark. Und jetzt geht es nur ab nach vorne. So, wieder Dennis Suarez. Diesmal verliert er den Ball, aber bekommt den Einwurf zugesprochen. Ja, Schiri, komm, pfeif ab, ich will den Pokal haben. Bitte, dankeschön. Wie schaut's aus? Nochmal die Chance. Außen ist nochmal Messi. Der kann jetzt noch sein 7. Mal im Turnier. Also, Messi, 4-0. Ja. Jo, so einfach geht's dann doch. Wenn der Schiri nicht abpfeifen will, dann schießt halt Messi noch ein Tor. Und das ist phänomenal. Rafinha sieht aus, Messi, der hat gar keinen Bewacher. Und dann eiskalt eingenetzt. 4:0 zum Schluss wird Manchester City hier nochmal richtig zerlegt. Und ja, also wie gesagt, für Pep Guardiola gibt es viele, viele Hausaufgaben. Und in der Champions League Gruppenphase, da sehen wir uns dann wieder. 7. Tor von Messi beim Einladungsturnier. Wahnsinn. So, jetzt kommt Schiri, pfeif ab. Jawohl, also Schiri sagt, jetzt reizt mir, jetzt habe ich das 4. auch noch gesehen. Der FC Barcelona schlägt Manchester City mit 4:0. Starkes Ding hier, würde ich mal sagen. Starkes Ding, Man City wird vom Platz geschossen. Und Barca gewinnt und bekommt jetzt also den Pokal. Jawohl, Lionel Messi freut sich, der Pokal. Der erste in dieser Saison geht an den FC Barcelona. Es sollen natürlich noch viele, viele weitere Pokale folgen. Diese ist zwar die unwichtigste, aber es ist trotzdem schön, dass wir ihn gewonnen haben. Und jetzt geht natürlich eine kleine Feier los. Barcelona gewinnt den Einladungsturnier-Cup. Keine Ahnung, wie er genau heißt. So, also Messi hoch den Pokal. Und schönes Feuerwerk im Hintergrund, einwandfrei. Barcelona schlägt also Manchester City sensationell 4:0. Wie gesagt, das ist nur ein Einladungsturnier. Man weiß jetzt nicht, wie welches Team mit welchen Ambitionen hier rangegangen ist. Wollten die Citizens heute nicht gewinnen? Konnten sie nicht gewinnen? Das werden wir erst spätestens dann in der Champions League Gruppenphase erfahren. Wenn wir wieder gegen Manchester City müssen. Allerdings wird das dann wahrscheinlich ein komplett anderes Spiel. Ja, Barcelona feiert, gewinnt den ersten Pokal und hier soll natürlich
mindestens noch 3 weitere Pokale in dieser Saison folgen. Vor allem natürlich die Champions League. Und ja, soweit dazu. Keine Ahnung, warum Manchester City so schwach war. Aber ich glaube, die wollten ja wirklich. Messi, bestes Spiel heute, 9,5. Rakitic 8,9. Neymar 8,3. Turan 8,1. Mascherano 8,6. Und so weiter. Und Manchester City, naja, sehr durchwachsen. Beste Spiele war Sergio Aguero mit einer 7,0. Gut, soweit dazu. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt machen. Also, wir gewinnen auf jeden Fall das Einladungsturnier. Und wir lesen mal 6 Nachrichten. Ach du Scheiße. Okay, wir haben den Spieler verkauft. Das ist schon mal schön. Wie ist der? José Suárez. So, Berardi wollen sie 49 Mille. Verdammt, ist das viel. Ja, da werden wir eh wahrscheinlich die Maria kaufen. So, Gegenangriff von Luke Shaw. Den werden wir sowieso wahrscheinlich nicht verpflichten. Aber ich frage ihn trotzdem mal an, weil... jetzt sind wir schon so weit, ganz ehrlich. Und dann schauen wir mal, ob er Bock hat. So, Hector Bellerin hat akzeptiert, das ist schön. Turnierpreisgeld, wir kriegen nochmal 4 Mille. Und wir kriegen auf jeden Fall eine Beglückwünschung, dass wir dieses Turnier so gut gespielt haben. Das freut uns auch so. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Spieler zur Auswahl, aber ich würde sagen, heute verpflichten wir keine mehr. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ganz kurz hier einen Schnitt, denn morgen geht es dann weiter gegen den FC Sevilla. Aber nicht morgen, denn morgen gibt es Transfermarkt. Ja, 2 Wochen Transfermarkt. Und da werde ich schauen, dass sie vielleicht die Maria und Dimitri Payet holen. Und ja, soweit dazu. Ich bedanke mich also herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Transfermarkt und übernächstes Mal dann gegen den FC Sevilla im Supercopa. Da können wir ganz kurz reinschauen. Da gibt es Hin- und Rückspiel. Aber bis dahin ist es nur ein bisschen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut, bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.